So, nachdem wir die Erdgeschosswände erzeugt haben, können wir mit dem Obergeschoss weitermachen. Dazu wechsle ich in die entsprechende Ebene, also hier auf die Ebene oder Grundrissebene Obergeschoss, Oberkante, Rohdecke. Hier sehe ich jetzt quasi mein Obergeschoss und hier mein Bild quasi drunter legen. Jetzt könnte ich entweder mit dem Bild arbeiten, ja, das haben wir vorhin schon gemacht. Und jetzt tue ich mal simulieren, als hätte ich jetzt kein Bild und würde meinetwegen jetzt das Obergeschoss auf den Erdgeschoss aufbauen. Ja, beachten Sie bitte, ich habe jetzt hier beim Obergeschoss diesen Ärger nicht mehr. Ja, den lasse ich mal weg. Jetzt lasse ich mal mein Bild ausblenden temporär. Dazu gehe ich hier auf Ansicht und dann hier auf Sichtbarkeit Grafiken oder VG. Dann muss ich kurz überlegen, es ist glaube ich hier mit drin, Rastergrafiken, genau, nee, Raster oder was doch hier, Rasterbilder ist doch hier vorne, also Rasterbilder schalte ich aus, ja, damit mache ich komplett alle Rasterbilder aus, habe zwar nur eins, aber damit ist es weg. Und jetzt sehe ich hier, aha, mein Erdgeschoss drunter. Ja, und das können Sie hier in den Eigenschaften einstellen, wenn Sie hier quasi jetzt hier das Ganze drauf modellieren wollen. Dann können Sie hier die Unterlage einstellen. Sie sehen hier Unterlage und jetzt habe ich quasi mein Erdgeschoss, die Erdgeschoss-Grundrissebene habe ich quasi als Unterlage. Verwende ich hier als Unterlage. Kann ich auch ausschalten, dann sehe ich nichts. Gehen wir hier auf Keine anwenden. Dann sehe ich quasi gar nichts. Und wenn ich jetzt hier das Erdgeschoss einstelle, dann sehe ich hier quasi so mein Erdgeschoss ein bisschen durchschimmern. Ja, quasi als Unterlage, um mich halt an deren zu orientieren. Und hier ist quasi die Basis und dann können Sie hier noch einstellen, auch eine oberste Ebene noch mit. Ja, brauchen wir in dem Fall etwas mehr, das können wir es mal so lassen. Ja, was im Prinzip hier noch durchschimmern soll. Die oberste können wir erstmal weglassen. Ausrichtung können wir erstmal auch weglassen. Ja, also hier können Sie noch wesentlich mehr einstellen, was die Unterlagen und Oberlage angeht und so weiter. Aber das ist erstmal hier entscheidend, dass hier für dieses kleine Modell. Ja, den Rest können wir erstmal hier so übernehmen. Und jetzt kann ich hier noch das Arbeitsebenenraster mal ausschalten. Das brauchen wir in dem Fall nicht. Wir können mit den Achsenraster arbeiten. Also nehmen das hier mal raus. Jetzt gehen wir wieder auf unseren Wandtyp. Also gehen wir auf unseren Wandbefehl. Wählen also hier aus Wand tragend. Und wieder hier zunächst die Konstruktionsform auswählen. Wir gehen in dem Fall auf Rechteck. Ja, diese können wir einfach über ein Rechteck jetzt konstruieren. Dann wieder die Wandtyp. Da hat er sich gemerkt vom letzten Mal. Das können wir gleich übernehmen. Dann hier auf Höhe. Hier sagt man nicht manuell, sondern die Wand geht im Prinzip jetzt bis zur DG-Oberkante-Rohdecke. Die Basislinie bleibt die Kernachse. Das passt. Versatz haben wir keinen. Verbindung lassen wir zu. Okay. Hier ist die Basisebene unten, ist Oberkante-Rohdecke. Das passt. Und hier oben geht es halt bis zur DG-Oberkante-Rohdecke. Ohne Versatz. Okay. Berechnungsmodell ist aktiviert und da ich hier Rechteck ausgewählt habe, brauche ich jetzt einfach hier nur ausgehend von den Schnittpunkten meiner Achsen hier ein Rechteck ziehen von hier bis hier. Na, bitteschön. So und die Sache ist geritzt. Gehen wir hier auf Ansicht und habe jetzt hier quasi meine Wände hochgezogen. Ups, da habe ich hier noch das nicht ganz sauber gemacht, sehe ich gerade. Das ist jetzt generell ein Fehler. Ne, hier stimmt's. Hier gibt es ein Problem. Da habe ich irgendwie beim Schnittpunkt nicht genau hingeguckt und bin da leicht versetzt. Aber das kann ich auch noch korrigieren. Ich gehe zurück hier. Und ich glaube, hier unten ist der Fehler. Und da stimmt was mit den Achsen nicht. Also, oder ist das unten verkehrt? Ne, hier sehe ich es gerade. Hier ist es verkehrt. Ja. Also hier sehe ich, und das kann ich mit diesem Befehl hier leicht korrigieren, indem ich hier auf Ausrichten gehe, wähle hier meine Innenkante der Unterlage an von meiner Erdgeschosswand. Die kann ich momentan hier auswählen. Er nimmt immer meine Achse hier oben, aber wenn ich mit der Tabulator-Taste drücken, dann wechselt er auf die hier unten. Das ist quasi jetzt meine Bezugskante und diese Kante, also soll jetzt ausgerichtet werden an dieser. Mit der Tabulatortaste können Sie wieder dahin klicken und jetzt hat das entsprechend ausgerichtet. So, und jetzt stimmt das die ganze Sache wieder. Also hier habe ich irgendwie ein bisschen nicht genau hingeguckt, was die Schnittpunkte angeht.
So, und jetzt schauen wir es nochmal im 3D an. Und jetzt passt das wieder. Ja. So, super. Gut, ja, sind wir eigentlich fertig mit unseren Obergeschosswänden. Auf die Art und Weise konnte man das konstruieren.